Hi und herzlich willkommen jetzt zurück bei Paranoid. Und ja, gucken wir mal, ob wir aus der Bude irgendwie rauskommen und ob die ganze Geschichte überhaupt, also wie es speichert, ob es automatisch speichert oder ob ich habe ja hier, wo war das hier? Was haben wir denn alles dabei, Alter? Ich weiß ja, ein Kassettenband, das normalerweise einen B-Klasse-Film enthält. Komm näher, entfernen. Achso. Okay. Okay. Meine Idee war ja noch, vielleicht können wir ja damit irgendwie speichern, aber. Räumungswarnung. Achso. Sollten wir vielleicht auch mal lesen, wa? Es ist bereits passiert. Der Verwalter hat über mich geurteilt. Ich muss auf den Hausmeister aufpassen. Sie werden versuchen, gewaltsam Geld von mir zu bekommen. Geld, das ich nicht habe. Wir haben halt wirklich einen benutzten Tampon von ihr geklaut. Du starrst es an, berührst es, schnüffelst daran. Vielleicht steckst du es sogar in deine Tasche und streichest es wie einen Glücksbringer. Oder hängt es um deinen Hals, immer verborgen unter deinem Hemd. Du bist krank, Patrick. Warum hole ich diese aus dem Müll? Warum stecke ich sie in meine Tasche? Patrick, was machst du? Was mache ich? Ja, lecker. Und unser Türschlüssel, toll. Ja. Scheiße. Okay, Schweingart, ich dachte schon. Okay, gut. Shit. Nein. Nicht schon wieder. Okay. Ja. Hä? You were in the wrong place at wrong time. Treffe ich den überhaupt? Jetzt treffe ich ihn. Warte. Okay, mir geht's gar nicht gut. Toll. Also ich hoffe, ich bekomme das immer mit, dass das... Naja, wenn es irgendwie ruckelt. Ach, da toll. Vor einigen Jahren habe ich ihr beauftragt, meine Schwester zu finden. Seit über einem Jahr bezahle ich sie nicht mehr. Stattdessen helfe ich ihr bei kleineren Aufträgen, während sie langsam die Angelegenheit meiner Schwester vorantreibt. Okay. Warte. Kann ich eigentlich... Schade. Das Problem ist bloß, ich bin jetzt schon angeschlagen wegen dem Penner. Gibt's hier irgendwas, was ich vielleicht... Was denn? Hey, ist ja schon wieder derselbe Schriebs. Keine Ahnung, ob das dasselbe ist. Okay, wir gehen mal raus, vielleicht... Wenn ich überhaupt... Ja, natürlich. Ich meine, ja, jetzt habe ich eine Brechstange. Hey! Hat er die Brechstange jetzt weggepackt? Oder den Hammer? Hammer. Neue Version eines der ältesten Werkzeuge. Verwenden. Okay. Ich hoffe, das bleibt nicht so, dass das stockt. Ist das wieder derselbe Schriebs? Fein. Es ist wieder derselbe Schriebs.
Babinski-Gurken, okay. Das geheime Rezept im Geiste der Agilität. Das Ergebnis vieler Stunden Arbeit vom Lockern des Bodens, Pflanzen von Gurken, Knoblauch, Dill, Meerrettich, sich um sie kümmern, sie zur richtigen Zeit pflücken, Salz aus der Mine gewinnen und Gurken zum Einlegen vorbereiten. Nur das Glas ist hier eine industrielle Kreation. Okay, ich dachte, ich kann jetzt vielleicht saure Gurken essen, dass ich, naja, dass mir ein bisschen besser geht. Was ist das hier? Hä? Toll. Dachte vielleicht was zum Verstecken oder so. Keine Ahnung. Aber das scheint ja... Nee, die Bude von unserem Vermieter ist das nicht. Och nee. Warum legt denn der eigentlich immer die scheiß Dings weg, Mann? Aber das ist ja ein halber Geist, den kann ich doch bestimmt... Oh gut. Sieht der mich? Er kommt in meine Richtung. Fuck. Give us control. Alter! Ich hab gedrückt, Mann! Okay, ich hab vielleicht die falsche Taste gedrückt. Jetzt schlag doch mal zu, Junge! Natürlich ist jetzt der nächste Penner da, oder was? Alter, wenn ich das Spiel von vorne anfangen muss. Alter, wie viel sind denn hier? Das Ding ist, es gab bloß die Möglichkeit zwischen schwer und einfach. Und ich habe dann schwer gewählt, weil ich dachte, das ist vielleicht eher an normal dran, ne? Das ist halt noch was, was ich jetzt lesen wollen würde. Okay, das ist auch umgefallen. Wie geht's mir? Okay, hat sich noch nichts geändert. Schlechte Zeitenzeitung. Das Ausspielen von Menschen mit Hilfe von Kakerlaken und die Verbindung zwischen dem Punchman-Virus und einer verlassenen CIA-Forschungseinrichtung, die daran beteiligt war, Chips zur Kontrolle von Kakerlaken einzusetzen. Dies ist ein sehr guter Journalismus. Ja, natürlich. Okay, deshalb auch vernichtet auch die Kakerlaken unter anderem. Ist ja nicht so, dass das irgendwie Schädlinge werden oder so. Zielos, nicht. Aber okay. Toll, für die Zeitung habe ich mich jetzt hier halb verkloppen lassen. Ist das wieder dasselbe? Ja. Und er hat schon wieder... Doch, das Ding hat er noch in der Hand. Ich wollte gerade sagen, er hat es schon wieder weggelegt. Okay, Frage ist, wie komme ich jetzt hier raus? Oben gab es keinen Weg. Okay, das war bloß eine Spiegelung. Es wird wieder dasselbe Zettel sein, ne? Ja. Diesmal kann ich mit dem Teil hier noch was anderes zerstören. Oh, warte mal. Ah. Er hat schon... Warum legt er ständig das Ding weg, Mann? Okay, wir brauchen es ja nicht. Ich weiß nicht mehr, wo du bist, Mann. Die scheinen anscheinend nicht der einzige Gestörte zu sein. Okay, finde die Apotheke. Nein. Vielleicht. I can't stand it here anymore. Er hält sich als ob der irgendwo Mülleimer wie. Warte kurz. Okay, es wenigstens das. Hä? Oh, scheiße, Alter. Sind da noch mehr? Okay, hier komme ich nicht rein. Aha.
second thought, always with me. If they come for me, I'm going to fight to the end. Mine or theirs. Come on! Huh? Come over here! You fuckers! I'm waiting for you! Oh, yeah. Do it. The drugstore is just around the corner. You can do it. Ach so. Ja, das sind aber Cops, Alter. Hey, muss ich jetzt noch weiter verschieben? Tachchen. Ja, warte mal, ich... Alter, warum stockt denn das jetzt hier so? There's nothing to see here, citizen. Leave him. He's with me. Hä? Ist das unser Madame? Coleman. You finally got out of the home. Ortega, as always, at the center of the story. Yes, it's the seventh running out. You know what I discovered? This cycle leaves cut out symbols on the neck of each victim. Zodiac cipher. Patrick, are you okay? No, it can't be the Zodiac. Where does this certainty come from? The Zodiac is not alive. They never caught him after all. I just know. Understand? I know it. I don't want to talk about it. Let's change the subject. Do we know each other? Have you forgotten again? You hired me to find your sister. Well, you're doing badly. Maybe if you were paying me normally, instead of just assisting from time to time. You mean to say I'm some kind of your Watson? Don't flatter yourself. You're far from it. I don't have time for this. Yes, Patrick. Get a hold of yourself. We'll be in touch. Wait. There's one more thing. I'm listening. Rachel, she called me. You mixed the pills with alcohol again, didn't you? See for yourself. The old Hotel Equinox? I know that place. You better stay away from it. And the message? What's the message? Red lipstick on the front and the back. There's nothing here. It must have tainted. Patrick, get your shit together. And don't do anything stupid. Okay, ich dachte erst, will mich das Spiel verscheißen. Nee, aber das sollte so sein, dass wir erstmal die Stimmen hören und dann musste ich es nochmal auswählen. Es war ein bisschen komisch, dass ich jetzt die drei Auswahlmöglichkeiten hatte und dann kann ich mit der nochmal über dasselbe quatschen. Aber okay. Wir gönnen uns mal zur Apotheke, weil ganz ehrlich, wir... Oh, okay, wenn wir eine Weile still sind oder nichts mal, also unsere Gesundheit scheint sich von selbst wieder zu regenerieren. I need to buy medicine. Ja, ja. Mit denen lege ich mich mal nicht an. Aber wovon sollen wir denn Medizin kaufen? Machen wir mal Licht wieder an. Wir haben doch sowieso nichts. Was ist mit dir los, Junge? Rave-Konzert oder was? Okay, Medizin. Ich weiß nicht genau, die Apotheke ist nicht so wirklich vertrauenswürdig.
Missing Person. Ist das unsere Schwester? Wahrscheinlich, wa? Tachchen. Was zum Fick? Oh Gott. Nee, warte mal, habe ich das jetzt wieder weggelegt? Habe ich das? Nee, habe ich natürlich nicht. Oh Gott. Das war auch hier. Rachel's waiting. Ja, ja. Ach so. Gedrückt halten. Aber... bin mir nicht ganz so sicher, was ich damit jetzt machen soll. Hat das Ding jetzt schon wieder... Er hat das schon wieder weggelegt, Alter. Okay, was habe ich jetzt mitgenommen? Oder war das Medizin? Warte, wie komme ich denn... Oh. Nee, Medizin haben wir offensichtlich nicht. Warum gehört das zu Dokumente, der komische Schlüppi und der... Ach, ist ja... Ist auch egal. Mir geht's nicht besser. Toll. Noch einen zweiten Hammer. Ist ein recht seltsames Lokal, muss ich. Lokal. Ach so, das ist. Lol. Recht seltsamer Shop. Hallo? Keine Ahnung. Bei der ersten Puppe dachte ich auch, da wäre vielleicht ein Spiegel, das war es aber gar nicht. Weil es wäre halt ganz cool. Okay, geht auf. Wenn je nachdem, wohin die Puppe vielleicht zeigt oder so, wie wir damit Türen und sowas öffnen können. Okay, was ist das? Was? Recovery Oil. Okay, wenn Sie einen Energieschub benötigen, ist Recovery Oil genau das Richtige für Sie. Diese magische Pille bringt jeden wieder auf die Beine. Mit nur leicht erhöhtem Gefühl von Angst, Kribbeln, Wahnvorstellung, Angst vor Menschen und der Welt sowie anderen psychologischen Symptomen als zusätzliche Energiekick. Einfach ein weiterer Tag, wie gewohnt. Toll. Ich glaube, wir können das nutzen, um uns aufzuhealen. Eine Barbie? Okay. Okay. Aber damit könnten vielleicht auch die Wahnvorstellungen schlimmer werden. Was gar nicht so kacke wäre, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Okay, aber die Puppen müssen trotzdem irgendwas zu bedeuten haben. Hier kann ich ja... Ne, das kaputt machen kann ich nicht. Kann ich hier wieder raus? Müssen die vielleicht alle... Ja, weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. Ich kann es mal gucken, ob ich vielleicht die in Richtung Spiegel drehen kann. Dass das irgendwas bringt. Jo. Alter, warum... Alter, jetzt haben wir schon neue Gegenstände. Der liegt jedes Mal weg. Alter, hör auf, was zu eichen, du Arschloch. Nein, sag mir nicht, ich bin tot. Hi, da bin ich wieder. Gab jetzt wieder ein Ladebildschirm, aber es hat wieder rumgestockt. Das Gute ist, da kann ich wieder ein bisschen die Dings anpassen, ne? Er hat das jetzt wieder nicht ausgewählt, ne? Alter, der Typ. Shit. Halt! Oh, Junge! Oh,
Ich sehe die halt kaum. Okay, ist weg. Ist weg. Wie geht's uns? Wir haben noch drei. Ich würde mal kurz probieren, ob das wirklich funktioniert. Mit dem Dings. Und ob das schon alle ist. Jo, es ist weg. Es hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Warum muss ich auch auf schwer einstellen? Ich weiß nicht, ob man das einfach wieder zurücktüdeln kann. Aber der Hammer scheint ganz gut zu sein. Aber die werden jetzt halt jetzt ständig hier kommen. Warte mal, warten Sie mal kurz. Ich muss ja alle Puppen, denke ich mal, drauf ausrichten, damit wir hier wieder rauskommen. Scheiße, war es zu lang. Zu weit gedreht. Okay, cool, hier kommt keiner. Madame. Madame, ich konnte sie vorhin auch. Madame. Shall we dance? Oh, leck mich, Alter. Jetzt sind sie auf einmal doch da. Alter. Scheiße. Ich bin wieder tot, ne? Toll, Holzknüppel. Naja, drei sind noch. Es wird ja immer dunkler hier, ist ja furchtbar. Oh, Gott sei Dank. Jo, das nehmen wir auch gleich. Auch wenn ich sowas mir ganz gerne aufsparen würde, aber... Es bringt halt bloß drei Striche. Warte mal, was zum Fick ist das hier überhaupt? Sieht aus wie Medizin. Okay. Letzte Po. Alter, es wird halt immer dunkler hier, ne? Junge! Warte. Okay, hatte ich die übersehen? Wie kam ich denn jetzt hier hinter? Wir waren ja hier schon. Ach so, die Puppe wollte ich drehen. Ja. Okay, ja, da gondeln sie schon rum. Ready for a date? My fist and your teeth. What's up? No. Your old mother won't recognize you. Okay, Dings ist kaputt. Wir haben es aber trotzdem noch hingekriegt. Wo ist der andere Hammer? War hier noch einer? Aber es ist schön, dass es wieder heller geworden ist. Wo zum Fick ist der Hammer? Ey, ich hab den noch extra hier liegen. Ach, da war er auch. Okay, ihn müssen wir noch. Ja gut, die Holzplatte bringt mir nicht allzu viel. Ach, leck mich. Aber jetzt, es lief. Wow. Mit ein bisschen Ruhe. Läuft es besser. Warte, kriegen wir hin. Ja, mal ohne erwischt zu werden. Schön. Okay. Ich fahr das nicht. Time is running out. Okay, Apotheke haben wir auf jeden Fall. Ich nehme mal vorsichtshalber mit, auch wenn das, glaube ich, nicht so viel bringt. Nee. Alter, ich kann bloß eine Waffe immer haben. Ach. Ich dachte, das wäre die Apotheke. Die sah doch am Anfang so aus. Ich bin gerade ein bisschen dezent verwirrt, um ehrlich zu sein. Raus können wir ja auch. Hä? Vermisstenanzeige. Schön. Ich hoffe, sie gefunden. Was? Ich hoffe, sie wird gefunden. Aber die Chancen dafür stehen schlecht. Ach so, das war.
Nee, das ist ein anderes Bild. Okay. Die Sache ist, komme ich jetzt hier wieder raus? Jo. Hey, jetzt ist die da hinten? Jetzt muss ich die richtige Apotheke finden. Oh nein, Alter, der hat einen... Du hast einen Schießprügel, oder? Nee. Hä, was zum... Sagen, ich traue dem nicht. Und ich glaube, dieses einfache Gehen in die Drogerie könnte vielleicht ein bisschen schwer werden. Unsere Taschenlampe bringt irgendwie gefühlt einen Scheiß. Halt die Klappe. Auf mich zuzulabern. Wenn wir jetzt schon mal richtig sind. Ich meine, hier leuchtet es doch schön. Und sobald ich da reingehe, bin ich mir wahrscheinlich im Arsch, was? Stehen Sie auf dem gelben Symbol, suchen Sie dann nach der richtigen Form und behalten Sie... Hä? Und halten Sie bla gedrückt, um versteckten Durchgang zu entschlüsseln. Hä? Hä? Um den versteckten Durchgang zu entschlüsseln? Hä? Ich meine, das wäre wahrscheinlich... Kannst du mir das nochmal anzeigen? Ich habe das gerade nicht verstanden. Um den versteckten Durchgang anzuzeigen? Also ich halte jetzt Y gedrückt, aber das passiert halt nichts. Hä? Ja, toll für eine Medizin, aber... was mit ihm? Will der Stress? Ah, okay. Na klar, Kraft unserer Gedanken, ne? Gut, ich habe nur das gelbe Licht gesehen, ich dachte, wir müssen halt davor stehen. Okay, dann habe ich es ja doch richtig verstanden. Eine bessere Taschenlampe? Nee.